Was geht ab? Was geht? Füße. Spitze. Ja, und damit herzlich willkommen zum neuen Stadionvlog. Es läuft super. Finn und ich sind heute bei Bayern gegen Benfica und wir fahren mit der Bahn. Mhm. Und es ist ein unproblematisches Erlebnis. Mindestens was weiß ich. Wir fahren wieder. Ja, cool. Ich liebe die Bahn. Moin aus München. Wir sind 7 Stunden gefühlt Bahn gefahren. Es ist unfassbar. Aber wir sind da. Hi, München. Schön, euch zu sehen. Alle hier. Und damit, jo Leute, was geht? Perfekt, hab mich fast aufs Maul gelegt. Herzlich willkommen zu einem neuen Stadionvlog. Heute Bayern München gegen Benfica. Habt ihr auch noch lange nicht gesehen, dass es erst ein bisschen Rage in dem Video gibt und dann erst die Anmoderation, aber die Bahnfahrt war wirklich super. Wir haben es wirklich enjoyed. Überhaupt nicht, Freunde. Ja, heute Bayern gegen Benfica in der Champions League. Wir sind netterweise eingeladen worden, haben auch ziemlich coole Tickets und werden uns das Ganze hier heute mal anschauen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Jetzt für den November sind wirklich absolut nice Dinger geplant. Ich bin auch bei dem einen oder anderen Spiel. Also eskalierte wieder. Ja, Finn und ich gehen jetzt erstmal ins Hotel, stellen da alles ab, gucken, was wir noch machen. Und dann geht es nachher schon zum Spiel. Das wird, denke ich mal, sehr, sehr nice. Ich hoffe, wir werden auf jeden Fall einige Tore sehen. Bayern ja bis jetzt flawless in der Champions League unterwegs. Mal schauen, ob das so weitergeht. Freunde, wir sind angekommen im Hotel. Ja, wir erkunden jetzt noch ein bisschen München, bevor es ins Stadion geht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Immer cool, im Aufzug zu vloggen. Ja, da das hier gerade wunderbar funktioniert hat im Aufzug. Wir fahren jetzt noch einmal zum Marienplatz. Finn war tatsächlich noch nie in München. Ich war schon ein, zwei Mal da. Gehen auch auf entspannt was essen, gucken uns das alles so ein bisschen an, Freunde. Und dann geht's gleich, wie gesagt, ins Stadion, wo natürlich auch der Vlog drum gehen soll. Ich bin sehr, sehr gespannt, Freunde. Bayern hat safe Wut im Bauch. Nach der Klatsche gegen Gladbach haben wir danach schon in der Liga gegen Union sich jetzt wieder ein bisschen zurückgeholt, haben da deutlich gewonnen. Aber ich glaube, jetzt Heimspiel in der Champions League, die sind den Fans ein bisschen was schuldig. Freunde, ich glaube, die haben Bock. Ich bin mal echt gespannt auf das Spiel. Wie gesagt, Bayern bis jetzt noch gar keine Punkte gelassen in der Champions League Gruppenphase dieses Jahr. Deshalb mal schauen, wo da heute die Reise hingeht. Finn ist, glaube ich, auch. Warst du schon mal in der Allianz Arena? Nee, ich war noch nie in München. Gar nicht. Also, erste Mal für mich. Fällt gerade ein, wie dumm das war, weil ich das vor 3 Sekunden gesagt habe, dass du noch nie in München warst, und dann zu fragen, ob du schon mal in der Allianz Arena warst. Ich tippe aber 3-1 für Bayern. 3-1 für Bayern, sagst du? Ja, 3-1. Ich schieße ein 4-0 hinterher. Uff, okay. Ich bin gespannt. Wir sind in der Münchner Innenstadt. Ja, laufen jetzt hier noch ein bisschen durch und wir haben was Gutes gespottet. KFC. Immer wieder lecker. So, Freunde, wir gönnen uns jetzt hier auf jeden Fall noch schön saftig was bei KFC. Immer wieder geil. Ich hatte ja letztens auch eine Kooperation mit denen. Sehr, sehr nice, Freunde. Muss. Hast Bock? Safe. Das ist nämlich lecker. Wir laufen jetzt hier noch ein bisschen durch München. Wollen noch mal kurz zum Marienplatz. Das ist hier direkt in der Nähe. Und schaut euch das mal an. Das ist zu wild. Das ist einfach gerade kurz nach 5. Und gefühlt ist einfach Nacht. Es war ja gerade Zeitumstellung. Junge, Alter. Das ist einfach gefühlt jetzt schon Mitternacht. Marienplatz. Ja, auch in der Abenddämmerung. Wunderschön. Grüße gehen raus an alle Münchner, die das sehen. Ich muss ja sagen, sehr, sehr schön. Wir überlegen gerade mal an die Münchner. Ihr habt ja genug Meisterschaften in den letzten Jahren gefeiert. Da müsst ihr mir das ja beantworten können. Wo steht denn ihr immer auf welchem Balkon? Ist es da? Ist es da? Schreibt es mal in die Kommentare. Frage hat sich übrigens gerade durch ein paar Bayern-Fans beantwortet. Da feiern die, glaube ich, die Meisterschaften. Hier auf dem Marienplatz sind jetzt auch die ganzen Benfica-Fans. Ist aber alles entspannt. Polizei hat alles fest im Griff. Und ja, mal schauen, was hier auf jeden Fall abgeht. Versammeln sich auf jeden Fall die ganzen Auswärtsfans. Benfica, ja auch ein cooler Traditionsverein. Werden auch ein paar Fans mit am Start sein. Hier sieht man schon einige. Also ich hoffe, dass die Kamera das auf jeden Fall hinkriegt. Aber ja, die chillen. Die machen nichts. Und ich dachte schon, wir haben eine Live-Eskalation direkt auf dem Bild. Wäre geil. Wäre nicht so geil. Ja, wär nicht so geil. Wer ist der Erste, der draufhalten würde, bin ich ehrlich. Ne? Ist richtig. Freunde, schaut mal übrigens hier. Ich bin ja logischerweise nicht zu Hause, aber in meinem Garten geht's weiter. David ist so am Malochen, Junge. Liebe Grüße, wenn du das siehst. Schaut mal hier. Macht er richtig, richtig gut. Da willst du übrigens die Tage auch ein Update geben. Könnt ihr dann auch sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch da besonders interessiert an dem Garten. Interessiert euch eher einfach nur, wie das Final dann letztendlich aussieht, also das fertige Ergebnis? Oder wollt ihr auch so ein bisschen ins technische Detail, dass ich euch dann einmal alles komplett zeige? Ja, schreibt es mal rein. Aber die Tage ist auf jeden Fall mein Garten endlich fertig und dann gibt es ein nices Update-Video. Geht langsam los, die Action.
schon mies geil, Alter. Ohne Scheiß. Bin immer noch in dem Modus, dass ich alles, was mit Fans zu tun habe, einfach krass feiern nach Corona. Geil, Mann. So, ein paar Zuschauer sind auch am Start. Eingefleischte München-Fans. Ich brauche einen Ergebnistipp. Ich sag 3-0 Bayern. 3-0? 3-1. 5-1 Bayern. 5-1. Okay, kann ich verstehen. Ihr seid schon mies gut in Form, ne? Also Gladbach habt das zerschossen, ey. War krank. Okay, Jungs, haut eure Tipps raus. Auch München-Fans wahrscheinlich, ne? Ja, normal. Geht schon, ne? Normal, okay. Eigentlich nur Messi-Fan. 4-0 Bayern. 5-1 Bayern. 3-1 Bayern. Okay, wieder sehr, sehr deutlich. Danke, Jungs. Okay, Freunde, wir haben absolut keine Ahnung, wo wir jetzt hier genau sind in München. Aber wie wunderschön, Alter. Das sieht auf jeden Fall sehr imposant aus. Ja, mega. Freunde, München. Geile Stadt, sag ich euch ehrlich. Mies cool. Hallo. Einmal zur Allianz Arena, bitte. Hello, Alter. Sexy, Mann. Na, schöner Mann. Na? Also, Freunde, ich weiß ehrlich noch nicht, wann ich schon mal so früh an dem Stadion war. Wir sind einfach 2,5 Stunden vorher da und die Fans dürfen noch nicht mal rein. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch, glaube ich, so noch nicht gehabt. Aber es sieht echt geil aus. Genau wie der Typ hier. Aber man muss dazu sagen, Freunde, wir haben heute so ein bisschen exquisite Plätze, weil Finn und ich eingeladen worden sind in den, wer ist das? Champions? Champions Club oder so. Champions Club ist so eine extra Loge. Ich darf da leider nicht drin filmen, weil da auch so ein paar Leute rumlaufen, die man vielleicht kennt und die wollen natürlich nicht gefilmt werden. Also ich glaube, da sind auch so Verwandte von den Spielern und so mit am Start. Und ja, dementsprechend müssen wir es jetzt erstmal finden, weil es alles so ein bisschen versteckt ist. Wir müssen die Karten noch abholen. Aber ich glaube, es wird sehr geil. Und es tut mir jetzt schon mal leid, dass ich das leider für euch nicht filmen kann, weil ich echt ohne Scheiß glaube, diese Lounge wird so geil aussehen, Alter. Ich glaube, die wird echt heftig. Also ich glaube, sowas werde ich vorher auch noch nie gesehen haben. Aber ich werde zumindest mal das Essen filmen. Ja. Mal schöne zum Snack. Da sehe ich mich auch. Ja, ich finde die Kameraeinstellung. Die ist gut. Geil. Ja. Bisschen unkonventionell, aber gut. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber da ist alles voll mit Menschen. Bruder. Was ist denn hier los? Nee, das ist der. Ja, moin Meister. Ist voll. Okay, Jungs, brauche eure Tipps. 4-0, Bayern. 6-1. 6-1? Ja, 6-1. Ah, okay. Ich gehe damit 4-0 mit. 4-0, stark. Jungs, gutes Spiel euch, ne? Ebenso. Macht's gut, ciao, ciao. Einfach der Ehrenbruder, guckt meine Videos, der uns die Tickets holt. Grüße, Mann. War es eine Ehre, Mann. Ich hoffe, man kann ihn hören. Besorg aber gute Tickets, wenn du noch kostenloses Upgrade rausschlagen kannst. Mach irgendwas, ne? Ich muss gucken, ich glaube, die Chefin hat mir einverstanden. Schade. Alter, Freunde, guckt euch mal an, was sind das für edle Karten. Noch nie so edle Tickets gesehen. Mach mal auf das Ding. Bruder. Uff. Tschüss. Okay. Geil. Das sieht schon mies sexy aus, sag ich dir ehrlich. Das hier ist wahrscheinlich Champions Club, genau, aus Politikglas. Uff. Dieses andere Uff. Guck mal hier, Freunde. Ich habe ihn einfach eher erkannt als er mich. Guck mal, was ist das? Mach mal die Hände weg. Trust no one. So ein Ehrenmann. No, guten Morgen. Ja, Brother. Hey, was geht? Servus. Können wir ein Foto machen? Ja, komm, mach. Easy. So, Freunde, wie ihr schwer erkennen könnt, sind wir drin. Hat alles funktioniert. Jetzt suchen wir noch diese wunderschöne Lounge. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe, wir haben uns nicht zu sehr hypen lassen. Ja, ich bin auch gespannt, ey. Du hast gerade so gesagt, ja, da kommen mal einfach Michael Jackson, Michael Jordan. Ja, so ohne Scheiß. Ich habe heute ehrlich, ich habe heute Nacht geträumt und ich dachte so, ja, wahrscheinlich ist dann Lothar Matthäus da, Uli Hoeneß, Lewandowski kommt nach dem Spiel und gibt mir den Ball. Deshalb, moin, was geht? Moin, alles gut? Deshalb, ja, wäre schon mies, wenn es jetzt auf einmal scheiße ist. Es ist ultra geil. Fühlst du's? Ja. Also Freunde, die Vorspeisen waren schon geil, aber ja. Hey, was geht? Hey! Hey! So, wir sind da. Wollt ihr ein Foto machen? Heute sehen wir alle. Ja, komm mal an. Guck mal, der ist da vorne.
Mannschaft. Oder wie tief sitzen wir? Wie krass? SC Bayern München. Wollte ich noch nachreichen. War sehr nice. Ich hoffe, man versteht mich. Fanny Elber war auch am Start. War cool. Ja, jetzt gibt es gleich 5 und alles. Stimmung ist gut. Freunde, ich weiß nicht, ob man es hört. Da oben sitzen die Benfica-Fans so direkt schräg über uns. Haben gerade auch schon gut Alarm gemacht. Da oben die beiden rein. Zu 100%. Ich hoffe, man kann ihn auf der Kamera lesen. Shoutouts, Mann. Fühl ich. Bayern München und Benfica Lissabon. Shit!
zu sein. Nein, abseits. Okay. Ich wollte übrigens gerade noch mal sagen, große Chance. Egal ob das Bayern oder sonst irgendein Verein ist, einfach wieder Fans in den Stadien zu sehen. Ohne Scheiß. Einfach nice. Und United liegt wieder hinten. Perfekt, Bruder. Nice. Da ist er, Kimmich. Wird die erste Ecke für Bayern machen. Alter, was das für Aufnahmen sind. Oh, Variante. Okay, Halbzeit, steht 2-1 für Bayern. Könnte höher führen, wenn ich ehrlich, hat ein paar gute Chancen.
Der Elfmeter von Lewandowski war dieser andere Joke. Alter, Lever. Rudi, macht er normalerweise eigentlich nicht. Trotzdem gutes Spiel bis jetzt. Ich bin auf Halbzeit 2 gespannt. Ich glaube, ich habe Handicap 0-3. Also Bayern muss noch ein bisschen. Aber bis jetzt ein gutes Spiel. Zwei wirklich wunderschöne Tore. Einzige, was ich sagen muss, Stimmung ein bisschen mehr erwartet, bin ich ehrlich. Ich grüße Max, der ist heute auch ein Spiel. Der sitzt irgendwo da oben. Grüße an Max. Max, Grüße. Und Grüße an meine Eltern. Danke. Freunde, in dem Sinne, zweite Halbzeit geht los. Die Bayern schon sehr früh auf dem Feld. Die sind young and hungry, die haben Bock. Benfica-Spieler kommen auch. Also es gibt bestimmte Leute hier im Stadion, die haben den Schein darauf gemacht, dass Bayern das Spiel mit 4 Toren Unterschied gewinnt. Dementsprechend hoffe ich, dass da noch was geht. Oh, let's go, Alter. Zweite Halbzeit geht 3 Sekunden. Bayern direkt Balleroberung. Oh! Alfonso, Junge! Fonzi mit so einem Banger-Tor. Blau und weißer Leben lang. Junge, Fonzi ist... Oh, warte. Es war ja nie. Es war gar nicht Fonzi. Nein. Hä? Ich dachte, es war vor. Hä? Was? Wer war's denn jetzt? Oh, es war Sané. Ja, aber war trotzdem gut, Bruder. Was? Los! Mein Leben lang. In der 61. Spielminute Tor für den FC Bayern München. Wieder mal die Handschuhe Nummer 9. Robert! Ich wollte noch krass was zu dem Lewandowski-Tor sagen. So krank, wie man auf der Cam nicht gesehen haben. Ich bin absolut nicht fokussiert. Jetzt. Der Typ hat das Tor einfach selber eingeleitet. Bruder, gestört. Guckt euch das mal hinterher in den Highlights an, wie der das Tor selber einleitet. Auch wenn er heute einen Elfer gezockt hat, ne? Der Typ ist einfach absolute Weltklasse, das ist gestört. Roman, tolles Spiel, King, danke. Jetzt mit der Nummer 42 bei den letzten halben Spielen. Gar nichts mehr. Ja. Wahnsinn, in seinem 100. Champions League-Spiel sein drittes Tor für den FC Bayern München. Die Nummer 9, Robert. 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 Hey, Flitzer. Thank you.
keiner von den Bayern oder von den deutschen Spielern am Start, aber wir haben hier gerade Rao Mario. Der erzählt noch ein bisschen was zur Niederlage. War krank, wie nah wir hier dran sind, aber leider kein interessanter Spieler zum Interview. Bruder, was geht hier ab, Alter? Zu wild, was geht? Denn alle her, Alter? München! München! Stuttgart! 5-6! Bayern! 5-6! Angst, es ist wild. Ja, warte kurz. Es ist sehr gut. Ja, ja. Ist gerade krass, ja. Aber du musst dir vorstellen, von Bayern, also wir waren ja vor einem Monat in Bayern. So ein ehrenhafter Taxifahrer. Ehrlich, ne? Jungs, Gruß geht raus auf jeden Fall. So ein Ehrenmann. Das macht dann 7 Euro. 7? Das ist aber ein guter Preis, ehrlich. Ja, das ist ehrlich korrekt. So, Freunde, das war's mit diesem wunderschönen Stadion-Vlog. Der gute Toner, wir waren noch mit ihm unterwegs. Ein bisschen Pfeife rauchen, hat uns nach Hause gefahren. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wir haben uns auf jeden Fall gut gehen lassen. Wir sind raus, war ein sehr, sehr nice Spiel. Fans hier durch. Rein. Freunde, lasst ein Like da, wenn euch der Vlog gefallen hat. Ich bin raus. Kuss für den Support, macht's gut. Ciao, ciao.